Der Schwalbenschwanz verdankt seinen Namen der spitz zulaufenden Verlängerung seiner Hinterflügel, die an den Gabelschwanz einer Schwalbe erinnern. Er gehört zur Familie der Ritterfalter. Mit seiner bis zu 8 cm großen Flügelspannweite, der gelb-schwarzen Musterung mit blauer Binde und roten Augenflecken am Hinterflügel gilt er als einer der schönsten und größten Schmetterlinge in Europa. Doch die Pracht ist nur von kurzer Dauer. Die ausgewachsenen Falter werden kaum älter als 2 Monate. Die erste Generation fliegt je nach lokalem Klima von April bis Juli, die zweite im Juli und August und eine dritte, je nach Region, auch noch im September. Leider ist der Schwalbenschwanz nicht mehr allzu häufig anzutreffen. Er gilt bereits als gefährdet. Das liegt vor allem an den Ernährungsgewohnheiten seiner Raupen. Ihre Futterpflanzen sind Doldenblütler. In erster Linie wilde Möhre, Fenchel, Dill und Pastinak. Alles Pflanzen, die an trockenen und mageren Standorten gedeihen, von denen viele im Zuge der modernen Landwirtschaft verschwunden sind. Auch dem zu häufigen Mähen von Wildwiesen fallen viele Raupen und Eier zum Opfer. Heutzutage sieht man den Schwalbenschwanz am häufigsten auf Wiesen und auf blühenden Feldern. Beispielsweise auf Klee, dessen Nektar er ganz besonders mag. An Hügeln lässt er sich dabei auf der Suche nach Geschlechtspartnern immer wieder in die Höhe tragen, um anschließend abwärts zu gleiten. Man nennt dieses Verhalten auch Hilltopping. Die Männchen richten sich hier ihre Reviere ein. Sobald die Weibchen geschlüpft sind, suchen auch sie diese Bereiche auf. So ist gewährleistet, dass sich schnell geeignete Partnerschaften für die Fortpflanzung bilden können.